Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen Ray Titanlords für den PC. Im letzten Part haben wir mit der Büchersammelquest angefangen. Und wir wollen doch jetzt mal mit Rumold quatschen. Der hat doch bestimmt auch ein verdächtiges Buch gesehen. Kamen hier in letzter Zeit verdächtige Bücher an? Junge, es gibt nur eine Sache, die die feinen Herren da oben lieber tun, als sich den Wanst vollzuschlagen. Und das ist Lesen. Brüten Tag und Nacht über ihren Wälzern und sitzen sich den Hintern breit. Wenn du also auf der Suche nach einem Buch bist, dann ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Naja. So gut bin ich auch nicht. Nicht? Ach, verdammt. Du kannst mir bei der Büchersuche doch sicher helfen. Nur gegen Gold. Kann ja schlecht meine Arbeit hier liegen lassen. 300 Goldstücke wird dich der Spaß kosten. Sobald das Gold in meine Taschen wandert, werde ich sehen, was ich tun kann. Okay. Schau gerade mal. Einfluss. Bei 70 sind wir. Bei 70 sind wir. Aber da kann man doch sicherlich noch was machen. Da kann man doch sicherlich noch was machen. Zum Beispiel mit einem besseren Amulett. So, da habe ich doch sicherlich noch eins, das mir ein bisschen mehr Silberzunge gibt. Natürlich habe ich das. Wegen der verdächtigen Bücher. Okay, ich brauche einschüchtern. Da ich gerade eben das Amulett noch nicht angelegt hatte. Na gut. Schüchtern plus 5. Plus 5. Plus 5 ist mir eigentlich zu wenig. Moment. Was haben wir hier als Ohrring noch so? Auch Silberzunge. So, Ring haben wir schon mal nichts. Und als normalen Ring. Da haben wir schon einen Schüchtern plus 5 drauf. Mein Einschüchter nicht hoch genug. So ein Mist. So ein Mist. Ich habe halt auch keinen Bock, die 300 Gold zu zahlen, auch wenn ich bei knapp 7000 bin. Dann bin ich ein bisschen geizig. Ja, komm, wegen egal. Der verdächtigen Bücher. Hier, deine Aufwandsentschädigung für die Suche. Ist mir eine Ehre, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Sag mir einfach, wann ich mit der Suche beginnen soll. Hilf mir bei der Suche nach verdächtigen Büchern. Gut, aber glaube ja nicht, dass ich Wunder vollbringen kann, Junge. Werde wohl mindestens einen ganzen Tag mit der Suche beschäftigt sein. Meine Listen überprüfen sich schließlich nicht von alleine. Okay, das ist kein Problem. Kommen wir morgen wieder. So, in der Zwischenzeit jetzt für uns mal hier nach oben. Schätze ich mal. Ich finde schön, dass hier irgendwo noch Pfeile sind. Achso, das ist. Ist damit eine andere Insel gemeint? Ah, Kalador. Kalador ist noch was? What? So, ich jetzt Mick immer noch markiert. Ja gut. Ja gut. Dann würde ich sagen, geht's für uns mal nach Antigua. Und wir reden da dann nochmal mit den Jungs. Ne? Mal gucken. Mal gucken. So, Antigua. Ach, komm, Bones, du kommst mal mit, falls ich dich als Heiler brauche. Klar. So. Und dann teleportieren wir uns einfach mal rüber. Okay. Dann haben wir hier den guten alten Zack. Der uns doch bestimmt irgendwas zu den Büchern sagen kann.
Du bist nicht Zack. Du bist Zack, ne? Ja. Ist dir hier irgendwo ein verdächtiges Buch aufgefallen? Da die Höllenhunde uns keinen Ärger mehr machen, lass mich mal überlegen. Ja, ich kenne so ein Buch. Und wo hast du es gesehen? Bei mir. Gibst du es mir? Nein. Die Bücher können einen in den Wahnsinn treiben. Aha. Du solltest es mir wirklich geben. Vergiss es. Schluss mit den Spielchen. Na gut, wenn du schon keine Ruhe gibst, dann kannst du mir auch helfen. Ja, worum geht's? Wobei soll ich dir helfen? Ich habe vor, eine Beschwörung aus dem Buch auszuführen. Das solltest du lieber lassen. Ich werde es nicht lassen, also hilfst du mir jetzt oder nicht? Hast du dir mal überlegt, dass wir jedes Tier zähmen können? Wir schaffen es sogar, Affen das Jonglieren beizubringen. Also habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich es schaffe, einen Schatten zu dressieren? Das klingt nach der dümmsten Idee, die ich je gehört habe. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Deswegen will ich dich ja dabei haben, wenn ich eines dieser Biester beschwöre, falls etwas schief geht. Mhm, na gut. Ich helfe dir bei der Beschwörung. Alles klar. Also, es wird so ablaufen. Wir treffen uns heute Nacht genau hier und gehen dann zusammen zu meinem Ritualplatz. Wenn wir da sind, werde ich aus dem Buch vorlesen und einen Schatten beschwören. Und was mache ich? Du wirst dich komplett raushalten, bis ich die Beschwörung beendet habe. Wenn ich es geschafft habe, wird hoffentlich ein Schatten erscheinen. Den kloppen wir dann bewusstlos und dressieren ihn. Das ist dein Plan? Klar. Der Plan ist noch viel dümmer, als ich dachte. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Nachts, ja. Natürlich nachts. Was denn auch sonst, nicht wahr? Dann pennen wir mal bis nach. Natürlich. Natürlich werden wir erstmal wieder in unsere Geistergestalt getrieben, bevor wir pennen können. Mann. Hier ist aber Seelenstaub, das ist schon mal ganz nett. Würde ich sagen. Hey, na? Uiuiui. Schlafen wir mal bis Mitternacht. Dann ist auf jeden Fall Nacht. Nee, nicht, dass er bei Abend sagt, das ist jetzt Abend und noch nicht Nacht. Kennt man ja. So. Hey, Kumpel. Lass uns zum Ritualplatz aufbrechen. Alles klar, folge mir. So, na den. Wollen wir doch mal sehen, was der Sechs so tut. Und ihm bei Bedarf rechtzeitig aufs Maul geben. Auch wichtig. Schön auf dem Friedhof. Hm. So, wir sind da. Ich werde jetzt anfangen. Das kann ich nicht lesen. Klara Fagal Rafgalalala. Revelgarna, Flaraganga. Wer zum Teufel soll das denn lesen können? Wie, was? Scheiße, warum unterbrechen? Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens vier Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Ein Viehweg. Endlich hat der Kampf ein Ende! Hast du jetzt festgestellt, dass es eine Scheißidee war? Hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es hat genauso geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, schon gut. Du hattest recht.
Vielleicht war der Plan doch nicht so gut. Hier, nimm das Buch. Das werde ich bestimmt nicht nochmal versuchen. Ach Mensch. Das ist ja ein Ding. Du lernst. Das ist so mal was Neues, sag ich mal. Ne? Lernfähige Leute. Okay. So, hier ist dann tatsächlich niemand mehr. Ja, dann würde ich sagen, geht's nochmal zurück nach Taranis. Auf zurück nach Taranis. Dich wieder mitnehmen. Sicher. Und dann ab zum Pier. Und einmal nachgefragt, ob er schon fertig ist. Bitte. Wegen der verdächtigen Bücher. Bist du schon fündig geworden? Tja, meine Suche war nur zur Hälfte erfolgreich. Wenn ich meine Bestandslisten richtig durchgegangen bin, dann kommen zwei Bücher in Frage. Eines davon wurde ins Magierlager geliefert. Hör dich da einfach mal um. Das andere ist leider über Bord gegangen. Die See ist halt unberechenbar. Hier, du kannst einen Teil deines Goldes wieder haben. Für den mickrigen Erfolg kann ich dir kaum die ganze Summe abknöpfen. Gibt es keine Möglichkeit, das Buch zu finden? Treibgut wird für gewöhnlich früher oder später angespült. Oder von irgendwelchen Ungeheuern verschlungen. Vielleicht wirst du ja auf der kleinen Insel im Süden fündig. Okay, das ist doch mein Hinweis. Und dann gehen wir einmal zu Gordon. Wie es aussieht. Nun gut. Ab zu Gordon. So, Heilige, warum sind hier so viele Markierungen, ey? Ist noch so. Rummelt ist immer noch markiert. Ja, gut. Ja, gut. So. Gordon, mein Bester. Kommen Sie mal hier. Hey, na? Was weißt du über Bücher? Was ist das denn für eine Frage? Meistens haben sie außen einen Umschlag und innen viele biegbare Seiten. Ich habe gehört, manchmal schreibt sogar jemand was da rein. Kannst du dich an alles erinnern, was du tust? Natürlich kann ich mich an alles erinnern, was ich tue. Sehe ich etwa so alt aus? Deine Fragen werden auch nicht klüger. Hast du das Bedürfnis, schwarze Messen abzuhalten? Was? Was zur Hölle willst du von mir? Du laberst ja fast schon so einen Schwachsinn wie Stanley. Stanley also. Was ist mit Stanley? Der verhält sich in letzter Zeit ganz merkwürdig. Er hat mich letztens richtig angegriffen, als ich mich seiner Truhe genähert habe. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich wette mit dir, er versteckt dort etwas. Irgendetwas, das niemand sehen soll. Ist es vielleicht ein Buch? Möglich. Keine Ahnung. Lass es mich wissen, wenn du etwas herausfindest. Okay. Wenn du vorhast, an seine Truhe zu gehen, solltest du vielleicht wissen, dass sie abgeschlossen hinter dem Haus steht. Ich brauche einen Schlüssel für Stanleys Truhe. Wie es der Zufall so will, habe ich seine Truhe gebaut. Natürlich. Ich fertige grundsätzlich für jedes Schloss, das ich schmiede, einen Zweitschlüssel an. Kannst du mir den Schlüssel geben? Wenn du den Schlüssel haben willst, muss ich dir etwas Gold dafür abnehmen. Natürlich. Ich habe zu viele Schulden bei den Magiern, als dass ich es mir leisten könnte, ihn umsonst abzugeben. Gib mir Stanleys Truhenschlüssel. Ich sag 100 Gold. Hast du ihn. Aber verrate Stanley nicht, dass ich ihn dir gegeben habe. Okay. Ja, ja. Gut. Also Stanleys Truhe, ha?
Na denn. Gehen wir da mal hin und so. Da ist Stanley. Und, ach so, das ist eine andere Markierung. Okay. Hey, na. So, was ist jetzt Stanleys Truhe? Ich bin mir gerade unsicher. Haben wir eine versteckte? Oh. Monolithensteine. Na, wo kommen die denn her? Na, wo kommen die denn her? Das ist ja ein Ding. Zitze. So. Hey Stanley. Hast du Gordon angegriffen? Natürlich. Dieses Schwein hat versucht, sich an meiner Truhe zu vergehen. Jedem, der meiner Truhe zu nahe kommt, werde ich eigenhändig die Hände abhacken. Also denk nicht mal dran. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ist Stanleys Truhe? Welche war das? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Hier eine? Nee. Verdammt. Welches war Stanleys Truhe? Ich weiß es nicht mehr. Du hast doch bestimmt schon einige Kristalle gesammelt, hm? Ich habe mir ein paar organisiert. Das ist sehr gut. Mir hat man nämlich alles weggenommen, weil irgendjemand die Magier bestohlen hat. Du kannst mir doch sicher mit ein paar Kristallen aushelfen, hm? Hier hast du ein paar Kristalle. Ich wusste, dass wir uns verstehen. Ja, ja. Oh, ich kann hier noch ein bisschen Gold machen. Eine Runde Arm drücken. Bringen wir es hinter uns. Glaub ja nicht, dass es einfach wird. Ja, ja, komm. Ich kann hier noch mal ein bisschen Geld machen, das ist eine schöne Sache. Machen wir doch gleich mal. Zack, gewonnen. Fertig. Danke fürs Gold. Na, wie sieht's aus? Komm, nimm das Gold und gib Ruhe. Sehr schön. Ich will nochmal gegen dich im Armdrücken antreten. Aber ich will nicht gegen dich antreten. Du hast mir ganz schön die Hand verbogen. Das war nur Glück. Also gib dir einen Ruck. Hm, na schön. Aber wenn wir schon drücken, dann auch gegen Gold. Natürlich. Ist bei mir nicht. Und nochmal zum Mitschreiben. Ich drücke nur vormittags. Ja, ja. Ach, 15 Gold. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Okay. So, hier hinten war nichts weiter. Das komisches, hier komisches Kollisionsmodell. Naja. So, da sehe ich auch nichts. Unsere Waren sind vor Dieben sicher. Ja, das glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Wo ist Stanleys Truhe? Hm. Der findet das doch sicherlich nicht so schön, wenn ich hier einfach die Truhe ausraube. Also die Urne. Ruhe knacke. Schauen wir einfach mal. So. Okay, das war dem ziemlich egal. Na, meinetwegen. Na, meinetwegen. So, hier würden wir in das Lager reinkommen.
gucken wir doch mal, was wir hier so finden. Hier haben wir zum Beispiel eine verschlossene Truhe. Immer schön. Okay, so. Nee. Moment. So, so. Und der hier. Abräume. Aha. Naja. Ist halt eine Schrotpistole, ne? Und Schrot ist doof. Es gibt weitaus Besseres als Schrotpistolen. Aber naja. So, noch ein Jadestein. Dann hier eine Schatulle. Noch ein Jadestein. Und hier ist noch ein Goldsack. Na Mensch. Na Mensch. So. Ach, und hier könnte ich ein Äffchen reinschicken. Ich sehe schon. Ich sehe schon, um hier unten auszuräumen, ist ein Äffchen ganz praktisch. Okay. Nicht, dass mir das jetzt gerade irgendwas bringen würde, aber das ist zumindest mal eine Info. Ich habe aber Stanley's Tool immer noch nicht gefunden. Finde ich irgendwie doof. Wo ist das Ding? Wo ist Stanley's Truhe? Weil die müsste ja dann auch Stanley's Truhe heißen. Normalerweise. Artefaktorium, das mir egal sein kann. Denn das ist für Kristallmagie. Und das beherrsche ich nicht. So, hier ist auch keine Truhe in irgendeiner Form. Da ist ein Pokal, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Moment, ist der ein bisschen Gold wert. Besser als nichts. Okay. Bringt mich aber immer noch nicht weiter auf der Suche nach Stanley's Kiste. Meine Fresse. Gibt's doch nicht hier. Moment. Wo ist denn Stanley jetzt hin? Ach so, beim Schmied ist er. Okay. Na denn, schauen wir doch mal beim Schmied vorbei. Vielleicht ist ja auch hier irgendwo Stanley's Kiste. Kann ja sein, ne? Dass das hier ganz in der Nähe ist. Also hier schon mal nirgends. Hier hinten vielleicht. Ah, da haben wir sie doch. Und zumindest eine herausgerissene Seite. Okay. Was steht denn da? Na also. Naja, doch. Ah, die Kristallbeutel könnten wir auch mal öffnen, um die Kristalle, die da drin sind, zu kriegen. Schatullen lassen sich nicht öffnen. Schade eigentlich. Na gut. Alvito. Nein. Hier. Okay. Sagt mir so gar nichts, ne? Da kann man so gar nichts bei rauslesen. Ich habe etwas in Stanley's Truhe gefunden. Was denn? Diese rausgerissene Seite. Das sieht nicht gut aus.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich erkenne etwas Böses, wenn ich es sehe. Hier, nimm sie wieder. Geh am besten direkt zu Stanley und stell ihn zur Rede. Okay. Machen wir. Stanley, hey. Ich habe diese Seite in deiner Truhe gefunden. Du hast was? Du warst an meiner Truhe? Gib mir die Seite zurück. Du wirst mein Buch nie bekommen. So gut bin ich auch nicht. Gib mir einfach das Buch. Vergiss es. Das Buch gehört mir. Mir allein. Wenn du es haben willst, wirst du es mir aus meinen toten Händen reißen müssen. Das können wir haben. Wir können das sicher auch anders regeln. Ha. Eigentlich käme das nicht in Frage für mich. Aber als guter Geschäftsmann will ich dein Angebot annehmen. Für genug Gold würde ich dir sogar meine Oma verkaufen. Ha! Hier hast du das Buch. Gib mir das Gold. Dankeschön. Geht doch. Hier hast du es. Wenn ich es mir recht überlege, ich will das Buch eigentlich nicht abgeben. Andererseits ist Gold auch nicht zu verachten. Ach, scheiß drauf. Ich gehe mir von dem Gold einfach das Buch aus dem Gedächtnis saufen. Mach das. Sehr gut. Damit haben wir das Buch. Dann sagen wir mal dem guten Rumboldt, heißt er, glaube ich, noch Bescheid, dass wir das Buch bekommen haben. Und dann können wir hier auch weg. Rumold, genau. Aber das will er gar nicht wissen. Na denn, ab zum Schiff. Und Quatsch. Hier. Kleine Insel im Süden. Achso. Die Insel im Süden. Ich dachte. Okay, hatte ich missverstanden. Das hatte ich missverstanden. Aber kein Problem. Dann machen wir das jetzt noch. Weil der Weg dahin ist jetzt nicht wirklich weit. Ich könnte sogar auf dem Weg dahin beim Dingens noch vorbeischauen. Ach, lassen wir. Beim Monolithen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Und schwimmen einfach nur darüber. So. Hey, Menschen-Golem. Wir hatten damit gerechnet. Hey, na? Oh, beziehungsweise Negativ. Kein Golem. Wurde besser. Wobei, die gehen weniger rum. Und sind auch nicht viel leichter zu bekämpfen. Beziehungsweise, ein Golem ist viel schwerer zu bekämpfen. Das trifft eher zu. So. Kommt mal her, ihr blöden Mistviecher. Ey. So. Weg mit euch. Ihr könnt mich mal, Mann. Den looten wir dann auch mal. Denn der bringt ganz nettes Zeug. Treibgut. Hier scheint schon jemand gewesen zu sein. Ein paar Spuren führen hier den Hügel hoch. Tja. Dann wollen wir doch mal den Spuren folgen, ne? Hier den Hügel hochführen. Scheiß Mäfel! Beim Klabautermann wieder so ein Hirngespinst. Und übel riechet noch dazu. Hirngespinst? Reden kann es auch noch. Diese Dinger werden immer einfallsreicher. Okay, wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Interesse an einem Tauschgeschäft? Na gut. Was willst du tauschen? Was wie? Warum sollte ich mit dir tauschen? Das Tauschgeschäft war dein Vorschlag. Oh, ach so, richtig. Also für eine Buddel Fusel und etwas Proviant gebe ich dir 200 Goldmünzen. Ich wusste, du bist verrückt. Na gut, 300 Goldmünzen. Aber dann will ich das Zeug auch sofort. Hörst du?
Sofort! Ja, hier. Hier dein Fusel und etwas Proviant. Und hier dein Gold. Trottel, da hat der alte Brian dich aber ganz schön über den Tisch gezogen. Ja, ich lass dich mal in dem Glauben. Du hast nicht zufällig ein spezielles Buch in deinem Besitz? Ein Buch? Aber ja, natürlich, natürlich. Hab's am Strand gefunden, als ich im Müll gewühlt habe. Im Treibgut hier findet man allerhand. Ich tausche das Buch gegen Rum. Ich trinke keinen Rum. Nein, mein Herr, Brian trinkt nicht. Also glaub ja nicht, dass du mir so billig davonkommst. Ich tausche das Buch gegen... Gegen ein paar Muscheln. Genau, 3 glitschige Muscheln will ich haben. Und strandfrisch müssen sie sein. Okay. Okay, ich bekomme das Buch und du deine Muschel. Abgemacht. Ich hätte wirklich Händler werden sollen. So pfiffig, wie ich bin. Aber sicher doch. Jo. Wo kann ich deine glitschigen Muscheln finden? Natürlich da, wo es Sand gibt. Geh einfach den Strand der kleinen Insel entlang und halte deine Augen offen. Okay. Aber nicht von den Muscheln naschen. Ja, ja. Alles gut. Ich will das Buch jetzt noch haben. Ziehen wir die Folge also mal wieder ein bisschen in die Länge. Was soll's. Ist das eine normale Muschel? Wir brauchen ja glitschige Muscheln. Was auch immer der Unterschied sein soll. Wobei eine glitschige ist halt glitschig, ne? So. Gucken wir doch mal. Alles ganz normale Muscheln hier. Ui. Gold. Warum nicht, ne? Ein Rohrfisch. Noch eine normale Muschel. Super, normale Muscheln finde ich hier wie Sand am Meer, versteht ihr? Aber glitschige bislang noch nicht. Tja. Ich meine, wenn man erstmal eine gefunden hat, dann weiß man, wonach man Ausschau halten muss. Ja, also wie die genau aussehen. Weil die werden wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aussehen als normale Muscheln. Also hoffe ich natürlich nicht super. Ich wollte gerade sagen, hoffe ich zumindest. Aber natürlich sehen die genauso aus wie eine stinknormale Muschel. Top. Ganz toll. Na gut. Aber hey, dann können wir hier jetzt auf dem Weg die Sandteufel auch nochmal looten. Ist ja auch was Schönes. Hat doch auch was. Noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann hier Richtung Strand noch mal gehen und weiter nach Muscheln Ausschau halten. Du bist eine normale natürlich. Alles andere hätte mich auch gewundert. Hey. Ja, friss das. Oder Drachensnapper. So, hier haben wir noch eine glitschige. Sehr schön. Bist du auch glitschig? Nee, du bist eine normale. Mist. So, kommt her hier. Der Sandteufel. So. Hier haben wir noch was eine glitschige Muschel sein könnte. So, komm mal her. Ey. Nicht einfach ausweichen. Ausweichen ist unfair. Du bist eine normale. Okay.
Okay. Hier ist auch nichts weiter. Und das hier ist eine normale. Okay. So langsam gibt es hier keinen Strand mehr. Was so ein bisschen blöd ist. Aber wir haben hier noch eine kleine Quest gefunden. 4 Ratten erledigen. Meinetwegen. Das soll jetzt das Problem nicht sein. Oh. Ey. Ey. Blöder Dunkeldürrer. Kommt der hier einfach aus der Wand gesprungen? Okay. Ein blutgetränktes Tuch. Was auch immer mir das für einen Bonus bringen wird. Aber wir haben es erstmal. Wir haben es erstmal. So, dann haben wir hier noch eine Truhe, die wir öffnen können. Die auch nicht allzu stark verschlossen ist. Ja, kann man mal mitnehmen. Hier ist die Rede von einem blutgetränkten Tuch. Das habe ich schon. Jo, super. Da liegt der Hinweis auf das blutgetränkte Tuch in derselben Höhle, wo das, wo auch das Tuch ist. Na, ganz toll. Da hat man sich ja was ausgedacht. Hier noch irgendwas Interessantes. Gold, ja gut. Gold ist immer interessant. Das stimmt wohl. So, aber ansonsten fehlt mir immer noch eine glitschige Muschel. Und hier sind wir jetzt wieder am Anfang. Ha. Das ist doof. Das ist doof. Wo soll die letzte glitschige Muschel sein? Moment. Noch eine Ladung. Meeresrauschen. Hier. Dort? Echt? Moment. Was? Da war doch keine. Oder? Doch, hier ist eine Muschel. Wow. Wie ich da weiß, ich wie oft dran vorbeigelaufen bin. Ganz toll. Ja, nur gut, dass ich mir sowas auf der Karte anzeigen lassen kann. Nur gut. Hey, na? Hier hast du deine glitschigen Muscheln. Bekomme ich jetzt das Buch? Klasse! Jetzt kann ich das leckerste Muschelmus zubereiten, das du je gesehen hast. Wenn du länger bleibst, kannst du gerne etwas davon abhaben. Nein, danke. Mir reicht das Buch. Ist recht. Bleibt mehr für mich. Hier. Dankeschön. Was machst du hier überhaupt? Ich bin auf diesem einsamen Stück Erde gestrandet. Der Captain hat mich einfach über Bord geworfen. Hab nur überlebt, weil ich das Regenwasser in meinen Stiefeln auffangen konnte. Schmeckt echt nicht gut. Tja. Warum haben sie dich vom Schiff geworfen? Der gute Brian hat ein wenig Mist gebaut. Ja, ja, das hat er. Was genau hast du verbrochen? Hab den Captain beklaut, lange bevor wir Land erreicht haben. Hat er natürlich sofort bemerkt und ich durfte über die Planke gehen. Dann trieb ich tagelang umher und bin hier wieder wach geworden. Dir ist aber schon klar, dass der Hafen von Taranis nicht weit von hier ist. Was? Nicht weit von hier ist ein Hafen. Aber da muss man schwimmen. Ich werde nie wieder schwimmen. Außerdem will ich keinen Hafen. Ich will eine Höhle. Eine kalte Höhle. Für mich ganz allein. Okay. Ich habe eine geeignete Höhle für dich gefunden. Ach ja. Wo ist sie? Gleich hier auf der Insel. Du musst nur ein Stück um den Hügel herumgehen. So, so. So wie ich das sehe, haust in jeder Höhle Viehzeug.
Hast du das auch beseitigt? Ja, da waren nur ein paar Ratten. Sehr gut. Die nächste Ratte, die sich in die Höhle traut, wird einen guten Braten abgeben. Du hast doch nicht vor, sie zu essen. Natürlich. Man darf nicht wählerisch sein. Und da du mir geholfen hast, sollst du natürlich nicht leer ausgehen. Hier. Außerdem ernenne ich dich zu meinem ersten Offizier. Danke. Aber nein, danke. Wow. So, du gehst zu deiner neuen Behausung. Das finde ich gut. Denn dann kann ich hier einmal an deine Truhe ran. Die ist nicht mal abgeschlossen. Wow. Naja, ist auch nicht viel drin. Nun gut. Aber dann sollten wir alle Bücher haben. Jo, perfekt. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir. So, mal gucken, ob Olle Rumult noch was zu dem Buch sagt, das wir bekommen haben. Wenn nicht, auch gut, aber man kann ja mal fragen, ne? Ob er was dazu sagen will. Ich habe eines der Bücher bei einem Einsiedler auf der kleinen Insel im Süden gefunden. Was? Dort haust jemand? Warum kommt er nicht herüber? Für einen tüchtigen Hafenarbeiter habe ich immer Bedarf. Glaub mir, das würde keinen Sinn machen. Na schön, muss ich mich wohl weiter mit den Gnomen rumschlagen. Du, glaub mir, das ist besser so. Das ist definitiv besser so. Okay. Dann haben wir das jetzt aber soweit abgeschlossen, müssen nur noch die Quest dann letztendlich abgeben. Was eine schöne Sache ist. Das heißt, für uns geht's zurück nach Kalador. Und hier dann genauer gesagt zur Zitadelle. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, denn diese Folge ist mehr als lang genug. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.